Hallo mein lieber Steinbock, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate März und April. Wir haben einmal deine Hauptenergie aus dem Weisheitsgarten der Seele deckt. Das ist die Karte Höhenflug, da werde ich gleich mehr zu sagen. Sage jetzt erstmal was in eigener Sache und dann was zur Legung. Einmal in eigener Sache, seit Anfang März gibt es die Kanalmitgliedschaften auf meinem Kanal. Es gibt mehrere Stufen. Den Link dazu findest du in der Infobox. Gerade für diejenigen unter euch, die doch mehrere Extendeds buchen, könnte sich die ein oder andere Stufe lohnen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns da treffen. So, jetzt aber zur Legung. Nachdem ich auf diese Karte eingegangen bin, ziehe ich eine Neuner-Legung aus dem Tarot, kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand. Und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber aus dem Tarot, eine Karte für deine Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich, die gerade zwischen euch herrscht, und eine für dein Gegenüber. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der weiterführenden Legung ein, schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht es hin und so weiter und so fort. Lege also das keltische Kreuz drumherum und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link dazu findest du ebenfalls in der Infobox. Dort findest du auch meinen PayPal-Me-Spendenlink und den Link zu den privaten Legungen. So, mein lieber Steinbock, dann wollen wir mal anfangen. Du guckst, dass du in guten Kontakt zu dir kommst, dass du gut wahrnehmen kannst, ob das Ganze hier jetzt deins ist oder nicht. Und ich lasse mich mal in die Energie der Karte Höhenflug einfallen. Lasse mich mal darauf ein. Höhenflug an sich bedeutet, die Dinge von einer höheren Perspektive zu betrachten und da einen ganz guten Überblick zu kriegen. Und ich spüre mich jetzt mal rein, was das Ganze mit dir zu tun hat. Ich nehme das tatsächlich so wahr, wie als ob du dich von den Dingen, nicht nur die Dinge von einer höheren Perspektive betrachtest, sondern in eine höhere, Perspektive ist falsch, weil ich finde, es fühlt sich nicht so an, als würdest du die Dinge von oben betrachten. Es fühlt sich eher so an, wie ich bin aus etwas raus und habe irgendwas hinter mir gelassen. Und gut, das existiert schon noch. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr richtig meins. Also es fühlt sich so an, als hättest du etwas sehr losgelassen. Ja, das ist die Hauptenergie. Das ist schon mal spannend. Jetzt gehen wir in die Neunerlegung rein. Da werden wir noch mehr Aufschluss über diese Hauptenergie auch bekommen. Und hier habe ich einmal die Karte 4 der Münzen als Hauptenergie der Neunerlegung. 4 der Münzen spricht davon, sich selbst, seine eigenen Werte und so weiter zu schützen oder aber auch an etwas festzuhalten, an etwas zu klammern. Das ist einmal die Hauptenergie. Jetzt komme ich zu der oberen Reihe. Da haben wir die Königin der Kelche. Einmal ganz kurz zur Legung. Ich lege jetzt erstmal komplett mit dem Tarot aus, sage nur was zu den Grundbedeutungen der Karten und komme danach, wenn das ganze Tarot liegt, in die eigentliche Deutung rein. Dann spüre ich mich rein und schaue, was das Ganze jetzt mit dir zu tun hat. Die obere Reihe ist eine Reihe, die eine Entwicklung oder emotionale Dynamik, emotionale Situation aus der Vergangenheit darstellt, auf der Rest der Legung hier quasi beruht. Die Königin der Kelche kann für eine weibliche Energie stehen, kann Teilaspekt einer männlichen Energie sein, ist jemand, der oder die in sich und auch nach außen hin, auch außerhalb von sich, gut fließen lassen kann. In Abgrenzung zum König der Kelche, der zwar in sich sehr emotional ist, aber das nicht so nach außen gibt. Die 6 der Schwerter stellen ein gedankliches Umschiffen, eine Weiterentwicklung dar. Ein gedankliches Umschiffen, sich von alten Glaubenssätzen trennen, die Dinge anders betrachten, anders bewerten können, führt auch immer zu einem emotionalen Umschiffen, zu einem emotionalen sich bewegen. Der Teufel sind Anhaftungen, Verstrickungen,
ja, Verkettungen ein sich nicht frei fühlen. Da kann man eben drin sein oder man wächst so langsam raus oder hat es schon hinter sich gelassen oder guckt sich das Ganze nochmal an. Das werden wir aber sehen, wenn ich in die Deutung gehe und mich da reinspüre. In der präsenten Reihe haben wir mit den Sechs der Kirchen eine klassische Seelenpartnerkarte, aber auch eine Karte, die von einer Entwicklung sprechen kann, von einem Erwachsenwerden, von einem inneren Reifen, kann auch von etwas aus der Vergangenheit sprechen, hat auf jeden Fall immer einen Vergangenheitsbezug. Dann haben wir als nächstes die Zwei der Münzen. Zwei der Münzen spricht von zwei großen Welten, die man im Leben hat, zwei große Gewichte, die nicht miteinander nebeneinander existieren können, die nicht miteinander koexistieren können. Man kommt irgendwann dazu, dass man merkt, man muss jetzt diese Dinge integrieren, sonst wird es toxisch. Es gibt immer Lebensphasen, wo man einfach, man hat eine bestimmte Art zu leben, dann kriegt man vielleicht durch eine Person, durch ein Gegenüber aufgezeigt, wie das Leben noch funktioniert und zack, hat man zwei große Welten, die man auch erstmal miteinander innerlich verarbeiten muss. Und das braucht einige Zeit, das ist auch alles in Ordnung. Aber es kommt irgendwann der Moment, in dem man merkt, oh, jetzt muss ich mich in eine bestimmte Richtung bewegen, muss ich der einen Welt vielleicht eher Nein sagen, der anderen eher Ja, wie auch immer. Wenn ich das vor mir herschiebe, ab dem Zeitpunkt wird es toxisch. Vorher ist es noch eine organische Entscheidungsfindung, Entscheidungen wachsen organisch, die brauchen ihre Zeit. Und wenn ich dann nicht in die Integration komme und sage, okay, hopp oder top oder das eine oder das andere oder so integriert sich das in mir, dann haben wir was Schwieriges, werden wir sehen, was wir hierzu bekommen. Dann haben wir in der potenziell zukünftigen Entwicklung einmal den Stern, einmal kurz zu der Reihe. Hier haben wir die potenziell zukünftige Entwicklung. Zeitlich musst du schauen, wo du stehst. Das kann sein, dass du mit dem zeitlich so übereinstimmst, wie es hier liegt. Es kann aber auch sein, dass du das Gefühl hast, du bewegst dich eher noch hier oben oder du bist schon in der zukünftigen Entwicklung. Das musst du für dich selber rausfinden. Part 1 ist das Ganze überhaupt deins? Und falls ja, ist Part 2 zu schauen, wo du stehst. Der Stern steht für tiefe Integration, ist immer eine integrative Karte. Das kann mal davon sprechen, dass ich Teile, also dass ich einen emotionalen Anteil von mir wieder integriere. Oder manchmal habe ich auch das Gefühl, was letztendlich auch das Gleiche ist, aber es fühlt sich anders an, dass ich auf einmal die ganze Welt verstehe, dass ich aus einer allverbindenden Liebe raus mir auf einmal alle Dinge klar werden und ich auch alles verstehe. Dann haben wir als nächste Karte die Zehn der Stäbe. Zehn der Stäbe die können für große Belastungen stehen, können aber auch dafür stehen, eine Situation zu verlassen. Seine Köfferchen zu packen und eine Situation zu verlassen. Und dann haben wir als letztes in der Reihe den König der Schwerter. Kann für eine männliche Energie stehen, kann Teilaspekt einer weiblichen Energie sein. Ich werde später reinspüren, für wen das Ganze liegt, ebenso hier. Der König der Schwerter von der Grunddynamik her ist sehr hart, sehr harsch, sehr wenig emotional. Wenn man permanent im König der Schwerter-Modus ist, würde ich mal ein Thema unterstellen, das man sich mal angucken kann. Wenn man da aber phasenweise drin ist, ist das auch teilweise in einem Prozess etwas sehr Gesundes, nämlich wenn es darum geht, mich aus emotional schwierigen Mustern zu befreien. Wenn ich immer wieder mit meinen eigenen emotionalen Verletzungen in der Beziehungsdynamik mit zu wem anders andocke, dann bleibe ich in diesen Verletzungen drin, dann kann ich die nicht heilen. Da ist es eine Dauerschleife. Und dann brauchst du mal den Modus König der Schwerter, der sagt so, und jetzt ist Feierabend, ich lasse mich hier auf nichts mehr ein, Bums, Schluss, Tralala. Und da kann man dann schon mal einige Zeit drin sein und schafft sich so Raum, um in sich Neues zu entwickeln, sich um seine Verletzung zu kümmern und nicht emotional mit in wen anders da reinzuglitschen. So, meine Lieben, jetzt haben wir hier das Tarot liegen. Ich muss einmal einen Schluck trinken und bin gleich wieder da. So, und weiter geht's. Also, ich gehe erstmal in die Hauptenergie rein. Die Vier der Münzen
lasse mich da, ziehe gleich zwei Lenormand-Karten dazu, aber lass mich erstmal in die Energie ein bisschen reinfallen. Ich habe das Gefühl, dass du zu irgendwas ein ziemlich starkes Nein sagst. Du wirkst fast ein bisschen wie verschreckt. Das kann eine akute Situation sein, die sich dir gezeigt hat. Es kann aber auch sein, dass du begriffen hast, dass du in emotional ungünstigen Beziehungsdynamiken warst, in denen du in denen über deine Grenzen gegangen worden ist und du vielleicht auch über Grenzen gegangen bist. Es ist irgendwas, wo man merkt, huh, oh je, nee, da will ich lieber raus. Also das ist dieses huh, oh je, nee, das ist so dieses das Grundgefühl, was da kommt. Ich ziehe mal zwei Karten. Einmal den Schlüssel für Sicherheit, für Lösungen auch. Und wir haben mit den Eulen haben wir ein bisschen Spannung, Aufregung, auch mal ein bisschen Hektik, Nervosität, kann auch mal positive Spannung sein. Nee, du ziehst dich aus Schwierigkeiten zurück. Du löst dich von Schwierigkeiten. Du löst dich von irgendwas. Mit den Eulen wird auch irgendwas verkörpert, was dich eher aufregt, was dich emotional auch, glaube ich, belastet oder belastet hat. Und hier haben wir, es ist sehr ähnlich zu der Energie oder eigentlich auch, es ist letztendlich die gleiche Energie. Ich meine, so logisch ist ja eine Legung, ne? Aber muss trotzdem nochmal sagen, hier habe ich ja auch das Gefühl, nee, ich entferne mich von etwas und ich gucke, es gibt, das gibt es zwar noch, aber ich gucke da nicht mehr hin. Und hier ist auch das Gefühl, huch, nee, ich bin da jetzt raus und ich passe jetzt auch auf mich auf. Und das passiert mir nicht nochmal. So fühlt sich erstmal die Hauptenergie an. Wir gehen jetzt in die obere Reihe. Einmal in die obere Reihe mit der Königin der Kelche, den Sechs der Schwertern und dem Teufel. Ich spüre mich mal rein, spüre mich auch mal rein, für wen die Königin der Kelche liegt. Die Königin der Kelche ist nicht deine Energie, das ist die Energie von jemandem anders. Ich nehme da eine sehr, sehr friedliche Energie wahr. Und übrigens müsst ihr mit den Männlein-Weiblein-Geschichten gucken. Die Königin der Kelche stellt einfach eine bestimmte Dynamik dar, die der König der Kelche nicht darstellt. Von daher spür lieber rein, wer du bist, wer dein Gegenüber bist und inwieweit das resoniert, ohne dich hier auf Männlein, Weiblein festzulegen. Ich nehme mit der Königin der Kelche eine sehr ruhige Energie wahr. Ich habe das Gefühl, dass du anhand dieser Person wie in dein Inneres kommst, in deine innere Mitte kommst. Das ist so die Ruhe im Sturm. Und es ist, als ob du dich innerlich an dieser Person gerade gezogen hast oder als ob diese Person für dich ein Anlass war, diesen Geradezieh-Prozess einzuläuten bei dir. Ne? Zieh noch mal zwei Karten dazu.
Rein Interesse halber, was kommt zur Königin der Kelche? Hier haben wir Ängste, Sorgen, Verluste mit den Mäusen. Und wir haben den Fuchs. Wir haben den Fuchs hier liegen. Dir ist in deinem Leben bewusst geworden, anhand dieser Person, was, sagt eigentlich das Gleiche nochmal, was auch nicht so gut gelaufen ist, wo du für dich selber in einem Verlust drin warst. Ich habe das Gefühl, das ist wie, also diese Kombination ist wie, ach Gott, ja, stimmt. Stimmt, es wird mir alles klar. Mit diesem Anker, also mit diesem anderen Bezugspunkt, vorher hatte ich keinen anderen Bezugspunkt. Das heißt, ich konnte mein Leben nicht aus einer anderen Perspektive raus richtig betrachten. Ich war halt mit dem verbunden, was war, habe vielleicht gemerkt, vielleicht bin ich nur so mittelglücklich, aber ich weiß es auch nicht genau. Und mit dem Bezugspunkt, diese Dame oder dieser Herr, der hier liegt, konntest du in die reflexive Position gehen mit dem Fuchs. Ne? Der guckt, der ist schlau, der guckt von außen, der ist auch kritisch, der ist skeptisch. Und der hat auch die Möglichkeit, gut zu reflektieren. Und dem wird das hier alles klar. Mit den Mäusen ist das verkörpert, was in deinem Leben für dich nicht richtig erfüllend war. Ne? Das haben wir hier liegen. Jetzt kommen wir zu den... Das machen wir schon mal wieder schicker. Jetzt kommen wir zu den 6 der Schwertern. Das ist für mich deine Reise, die du gemacht hast. Das sind für mich ganz viele Prozesse, die aufgrund dessen in dir stattgefunden haben. Und es ist irgendwie der Weg ins Gute. Es ist irgendwie der Weg ins Licht durch das Kennenlernen dieser Person oder durch das Zusammentreffen mit dieser Person hast du deinen Weg irgendwie in die Hoffnung gestartet. Mit den 6 der Schwertern. Hast du deinen Weg in die Hoffnung gestartet? Und jetzt komme ich mal zum Teufel. Ich ziehe mal 2 Karten dazu. Hier haben wir die Sonne für den Durchbruch, für den Erfolg. Und hier haben wir wieder die weibliche Energie, also eine weibliche Energie. Auch hier ist es viel wichtiger, dass ich reinspüre und spüre, ist es deine Energie oder die deines Gegenübers, als sich jetzt hier auf ein Geschlecht festzulegen. Nein, das ist die Energie deines Gegenübers. Das ist die Energie deines Gegenübers. Kann gut sein, dass das hier, wenn das also hier jetzt auch noch die weibliche Energie liegt, primär für oder in vielen Fällen für Leute unter euch zutrifft, für diejenigen unter euch zutrifft, die männliche Energie insbesondere ausleben. Sagen wir es mal so. Diese Dame, diese andere Person gibt dir unglaubliche Klarheit. Diese andere Person gibt dir unglaubliche Klarheit über das, was du in deinem Leben nicht haben möchtest. Das sagt es nochmal aus. Das ist die ganze Reihe. Du hast hier richtig Boden gekriegt, du hast Ressourcen gekriegt, um dich
gegen Beziehungsmuster zu stellen und auch gegen Dinge in dir zu stellen, beziehungsweise Dinge in dir zu heilen, die dir eigentlich nicht gut getan haben, wo du eher aus emotionalen Schwierigkeiten raus gefühlt, gelebt, Beziehung gelebt und gehandelt hast. Das ist dein Anker. So, jetzt kommen wir mal zur präsenten Reihe mit den 6 der Kelchen, mit den 4 der Münzen und mit den 2 der Münzen. Zu den 4 der Münzen habe ich schon einiges gesagt. Dann kommen wir jetzt mal in die 6 der Kelche und in die 2 der Münzen. Klar, die 6 der Kelche. Hier haben wir einmal einen Rückzug und wir haben einmal den Hund, also den Turm für den Rückzug und den Hund für Liebe bzw. Selbstliebe, Loyalität. Du bleibst dir selbst treu und das sagt einfach nochmal das Gleiche aus, ein bisschen wie hier, auch wie das schon gesagt hat. Du ziehst dich in dich zurück und bleibst dir selbst treu. Und ich habe das Gefühl, dass du dein Gegenüber mitnimmst in diesen Turm rein. Dieses Gefühl zwischen euch. Also es ist wie du existierst. Zurzeit sehr stark, also das kann ja von mir aus auch so bleiben, ne? Aber jetzt gerade ist es so sehr stark auch aus dem Gefühl zwischen dir und deinem Gegenüber. Das hier ist für mich, das ist für dich, mich dein Rückzug in dich, aber hier nehme ich definitiv noch eine andere Person wahr, dein Gegenüber. Das ist diese innige Beziehung, die du fühlst, wenn du mit dem Ganzen resonierst. Ganz wichtig, wenn du mit dem Ganzen resonierst. Und die du auch lebst, das ist die Beziehung, die dich wachsen lassen hat. Und da lässt du nichts mehr drauf ankommen. So fühlt sich das an. So, dann kommen wir jetzt mal zu den 2 der Münzen. 2 große Welten. Es ist für dich keine Frage mehr. Du weißt, wohin die Reise geht. Das fühlt sich so an. Du weißt, wohin die Reise geht. Das Gewicht geht zu dem Neuen. Das geht nicht zu dem Alten. Das Gewicht geht zu dem, also ob es so neu ist, weiß ich nicht. Aber es ist das Neuere von beiden. Das geht dahin. Da geht deine Entscheidungsfindung hin. Das weißt du auch. Und es ist so wie die eine Welt blüht total auf und die andere verblasst ganz doll. Bei der einen merke ich sehr, sehr viel Energie und die andere ist energetisch sehr schwach. So, das haben wir hier liegen. Die potenziell zukünftige Entwicklung, der Stern, die 10 der Stäbe und der König der Schwerter. Ich habe mit dem Stern das Gefühl, du machst irgendwie dein Glück komplett. Dieses Gefühl, aus dem du lange gelebt hast und an dem du ja auch sehr intensive Prozesse, eingegangen bist, das lässt dich hier deine Welt zu einem Ganzen fügen. Das ist das Gefühl, was ich bei dem Stern habe. Das ist quasi die Vollendung, auch wenn es noch eine andere Karte im Tarot für die Vollendung eines Abschlusses gibt, nämlich die Welt.
Für alle die, die sich auch mit dem Tarot auskennen, einfach nochmal dazu gesagt, aber das macht nichts. Hier ist, also natürlich nicht, kommt ja auch an, was ich wahrnehme, aber ich erkläre es nochmal. Hier ist ein ganz großer Aspekt die emotionale Integration. Hier fügen sich deine Teile zusammen, hier verstehst du auf einmal alles. Das Gefühl habe ich bei dem Stern. Die 10 der Stäbe. Die 10 der Stäbe sprechen von einem Verlassen des Alten, aber noch viel mehr liegt der Fokus auf ein, wir wenden uns jetzt etwas Neuem zu. Ich wende mich jetzt etwas Neuem zu. Ich nehme alles mit und ich wende mich etwas Neuem zu. Hier haben wir die Blumen für einen gesunden Selbstwert, aber auch für das innere Erblühen so quasi. Und mit den Lilien haben wir den Frieden, die Harmonie oder auch mal familiäre Angelegenheiten. Nein, du gehst im Frieden zu dem, was dich erblühen lässt, zu dem, was dich innerlich erfüllt sein lässt, zu dem, wo du merkst, ja, das bin auch ich und da geht es mir auch richtig gut mit. Da habe ich ein unglaublich schönes Gefühl bei. Im Frieden, und ich sage ja, der Fokus, du gehst zwar von etwas weg, aber der Fokus ist eher auf das, wo du auf dem, wo du hingehst. Und das ist das, wo du sagst, da gehe ich noch einen Schritt weiter hin. Ich habe das in mir erkannt, verarbeitet, mir enorm Ressource gemacht, um dann wirklich hier auch in eine Lösung, in eine Entscheidungsfindung zu kommen und mich auch gegen etwas entscheiden zu können. Ich habe das durch dieses Ganze hat sich mir irgendwie auch die Welt erschlossen und ich gehe jetzt hin zu dem, wo ich Frieden finde, was mir gut tut. Und jetzt komme ich noch kurz zu dem König der Schwerter. Da muss ich einmal reinspüren, ist es deine Energie oder ist es die Energie von wem anders? Kann auch mal ein Elternthema sein, was hier zum Beispiel liegt, also für eine Elternfigur stehen. Ich ziehe mal 2 Karten dazu. Wir haben hier einmal den Baum für die Heilung, für die Stabilität und dann haben wir den Bären für inneres Wachstum oder innerlich gewachsen sein, sich innerlich entwickelt haben, Prozesse durchgemacht haben, in die eigene Stärke und Kraft auch gekommen sein. Der König der Schwerter ist deine Energie. Und ich habe mit dem König der Schwerter das Gefühl, dass es hier ganz stark deine Entschlossenheit ausdrückt und ein klares Grenzensetzen ausdrückt. Ne, wir haben das hier auch, also es entwickelt sich ja immer mehr auf die Abgrenzung zu dem anderen hin. Und das hier ist ja quasi das Resultat von diesem ganzen Prozess, der hier liegt. Was ich hier gesagt habe, dieses, okay, es gibt das andere noch, aber ich habe mich davon gelöst, ich habe da gar keinen, der Bezug dazu fehlt. Und das ist quasi dieses Final, was ich hier liegen habe. Ich habe mich so abgegrenzt, mir fehlt der Bezug dazu. Ich bin geheilt und ich bin gewachsen. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich bin kein Bärenjunges mehr, sondern ich bin ein erwachsener Bär. Ich habe mich ziemlich stark weiterentwickelt und habe zu dem anderen den emotionalen Bezug nicht mehr. Deswegen liegt hier der König der Schwerter. Da gibt es eine ziemlich starke Abgrenzung hin. So, jetzt kommen wir nochmal zum Aspektekartenset.
Welcher Aspekt ist jetzt für dich wichtig? Wo solltest du nochmal hingucken? Welcher ist jetzt hilfreich für deinen Prozess? Und hier haben wir die Karte Originalität. Ich bin schon ziemlich originell. Also schau mal, was das mit dir macht, warum hier jetzt Originalität steht. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was dir jetzt nochmal als Ressource dienen kann, nochmal helfen kann, deine weiteren Schritte noch weiterzugehen, dich selbst zu erkennen. Aber da spür mal rein. Ich ziehe jetzt nochmal drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Einmal deine Beziehungsenergie. Hier haben wir die Fünf der Schwerter. Fünf der Schwerter stehen für Denken, Fühlen, Handeln aus emotionalen Verletzungen heraus, wo man drin sein kann. Aber es kann auch mal bedeuten, dass man sich rausentwickelt hat, wie das beim Teufel da oben auch war. Wir werden sehen. Die Beziehungsenergie zwischen euch ist der Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche steht für authentische, klare und wahre Gefühle. Und die Beziehungsenergie deines Gegenübers sind die Sieben der Münzen. Die Sieben der Münzen können dafür stehen, dass man Samen gesät hat oder eben, dass die Samen schon wachsen oder dass das Ganze schon zum Durchbruch gekommen ist. Die Karte gucken wir uns in der weiterführenden Legung an, aber jetzt gucke ich nochmal in die Fünf der Schwerter und in den Ritter der Kelche. Die Fünf der Schwerter sagt für mich gerade irgendwie, mache ich das auch alles richtig? Ich habe das Gefühl, ich mache ganz viel verkehrt. Aber bei den Gefühlen, bei dem Gefühl, ich habe das Gefühl, ich mache ganz viel verkehrt, das sind alte Dynamiken, das sind alte Mechanismen, die jetzt bei dir nochmal irgendwie gegebenenfalls reingrätschen. Deswegen gegebenenfalls auch die Karte Originalität kommt, die dir sagt, nein, es geht nicht um das, was andere von dir denken. Es geht nur um dich. Was bist du? Du bist ein Original. Alle anderen sind andere Menschen, die in ihrem die in ihrem Space leben, die ihre eigene Wirklichkeit haben. Jeder Mensch hat seine eigene Wirklichkeit. Es ist ein Unterschied zu einem Wahrheitsempfinden oder zu einer allumfassenden Wahrheit eher, wie Dinge sind, wo man Anschluss zu finden kann oder eben auch nicht. Ist jetzt meine persönliche, so wie sich das mir so gezeigt hat im Leben, mag auch jeder anders sehen, hat jetzt aber hiermit auch gar nicht so viel zu tun, was jetzt genau Wahrheit ist. Es geht hier darum, dass jeder seine eigene Wirklichkeit hat. Und die Wirklichkeit von jemandem anders ist die, die sich in dem anderen durch die eigenen Lebensthemen entwickelt hat, durch die Erfahrung entwickelt hat, durch die emotionalen Verletzungen entwickelt hat, durch blinde Flecke entwickelt hat, durch helle Flecke entwickelt hat, durch hast du nicht gesehen entwickelt hat. Es ist nicht deine Lebenswelt. Und das, was andere meinen, denken, auch wenn es Eltern sind oder wer auch immer, das ist alles in Ordnung für diese Person. Wer bist du? Es geht um dich. Und ich habe hier das Gefühl, wie auch hier, du spürst genau, was richtig für dich ist. Es ist nur so, wie als ob sich das Alte, irgendwas Schweres noch ein ganz kleines bisschen auf dich legt. Oder zwischendurch auch ein kleines bisschen mehr. Und hier schaue, wer bist du? Wenn du das Gefühl hast, dich drückt etwas runter, hemmt es deine eigene Lebensenergie, hemmt es den eigenen Feuerfluss, die ganze, wer sich im Tarot auskennt, die ganze Stabenergie, die kann nicht fließen, wenn ich das Gefühl habe, mich drückt etwas runter. Und ein bisschen fühlt sich die Karte so an, dass schau mal, wo du da noch an alten Sachen festhältst, wo du da noch irgendwie vielleicht mit verstrickt bist oder wie auch immer. Guck, wie du bis jetzt gut in deine Lösung von Themen gekommen bist und gehe das hier auch an. Ich glaube, es wird sich viel entwickeln, weil du einfach die vielleicht nicht immer ganz einfache Situation, aber für dich sehr wichtige Situation hast, dass du den anderen Menschen hast. Konzentrier dich auf die Gefühle, die der andere Mensch in dir vorruft, auf das, was der andere Mensch in dir macht. Lern dich in diesem kennen. Beruf dich immer auf die Ressourcen, die du dir innerlich entwickelt hast. Geh da immer wieder hin zurück. Wenn du merkst, die Dinge werden zu schwer, hol dich wieder raus, zieh dich an deinem Kragen wieder raus, hol dich erstmal in die Ressourcen und dann kannst du dir alte Dinge wieder angucken.
in einem Zustand, in dem du nicht innerlich ressourciert bist und das Gefühl hast, du bist eh gerade total schwach, ist es auch schwierig, sich alten Mustern zu stellen. Ja? Also von daher, Punkt 1, in die Ressource bringen, Punkt 2, alten Mustern stellen. So. Mag jetzt nicht alles auf dich zugetroffen haben, aber es wollte mal kurz gesagt haben. Vielleicht hat es auch alles irgendwie auf dich zugetroffen, mehr oder weniger. Das wäre auch schön. Der Ritter der Kelche. Die klaren, authentischen Gefühle. Die klaren, authentischen und wahren Gefühle, die euch durchtragen. Auch durch schwere Zeiten. Die euch durchtragen. Hier einmal die Sense. Und hier haben wir die Fische für die Gefühle. Und ich sagte es eben schon, ich habe das, glaube ich, noch nie gesagt, bei der Ritter der Kelche-Karte, die klaren, authentischen, wahren Gefühle, die euch durchtragen, auch durch schwere Zeiten. Und mit der Sense und den Fischen, die Fische können für einen Seelenpartner stehen, also können auch für eine andere Person stehen, im Großen und Ganzen aber für Gefühle, durch schwierige, emotionale Zeiten tragen diese Gefühle. Die Gefühle, die du zu der Person hast, tragen dich, tragen dann insgesamt auch euch durch. Konzentriere dich darauf. Es geht für dich darum, diesen Abschluss zu schaffen, dieses Final zu schaffen, dich von dir als König der Schwerter, dich dem Alten gegenüberstellen zu können, zu sagen können, hier ist eine Grenze. Bums, aus, fertig. Ja? Mein lieber Steinbock, ich gehe jetzt in die weiterführende Legung, gucke mir diese Karte an, die 7 der Münzen, gucke mir also dein Gegenüber an, lege das keltische Kreuz drumherum und schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt's her, wo geht's hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Der Link ist in der Infobox, freue mich sehr, wenn wir uns da wiedersehen, freue mich aber auf jeden Fall sehr, dass du bis jetzt da warst. Wenn dir das Ganze gefallen und vielleicht sogar auch geholfen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du noch nicht hast, auch ein Abo da, das unterstützt den Kanal immer sehr. Ja, und jetzt würde ich sagen, entweder bis gleich oder bis hoffentlich bald.